Leute, herzlich willkommen zurück zum Putz Simulator. Wir machen heute weiter. Du brauchst nicht die Route 19, genau. Jo, da ist mir das Spiel einmal kurz weggekackt. Gott sei Dank speichert er ja immer wieder zwischendurch. Und, ja. Aber gut, dann wäre jetzt wunderbar funktioniert. Hi Chef, möchtest du übernehmen? Ja, bitte doch. Ich würde gerne. Klar, nur zu. Warte mal. Mailbrook Square South. Geh mal rein. Ich will hier den Bootstag bitten. Mailbrook Square South. Wollte eigentlich jetzt was anderes machen. So, jetzt bin ich drin. Kollege da rumkam. So, jetzt muss ich überlegen, wo fahre ich jetzt lang. Ach, du willst ihn ja. Letztendlich ist es ja egal. Jetzt muss ich die ganze gute Autos rumfahren. Heute mal wieder mit dem Benziner unterwegs, ich fahre mit dem Gasbus, mit dem Elektrobus. Wie gesagt, wir müssen erstmal die Stufe hier, das Ding hier auf 3 bringen. Sie können ja halt schon ausbauen. Nein. Doch! Das Gebiet wird sehr von der neuen Verbindung profitieren. Glaubst du, dass dort noch mehr schöne Cafés eröffnet werden? Oh, ich freue mich schon auf viele Kuchen und Kaffeestunden zusammen. Trishs Ideen für eine Route in dieses Gebiet waren echt gut. Ich habe gehört, wie einige Mitarbeiter von Denali Research überlegt haben, in ihrer Freizeit fortan Busse zu nutzen. Die Mitarbeiter von Denali Research sind stets bestrebt, ein innovatives und nachhaltiges Leben zu führen. Ich glaube, sie würden es zu schätzen wissen, wenn sie mit dem Bus zur Arbeit fahren können. So, hat mich jetzt gekonnt, aber egal. Das heißt, wir müssen wieder Logos und Bus umbauen. Da stehen 3 Busse mit irgendeiner Werbung. Scheiße, war zu schnell, oder? Das können Sie aber besser. Das kann ich besser, keine Sorge. Ticket, das ist ein Backup. Ich brauche eine Fahrkarte. Kommt man über Greenwood oder über die Bergstraße schneller nach Eclipse Bay? Weiß ich gerade nicht auswendig, muss ich gleich gucken. Nächster Halt, der Bergstraße.
Wusstest du, dass es an der Technischen Universität eine schäumende Katze gibt? Ja. Ich wünschte, dieser Tag würde niemals enden. Das hat er manchmal. So, ich muss mal gucken, wo ist denn der Kollege hier mit der Mokette? Da, also. Seit ich den Bus nehme, brauche ich mir keine Gedanken mehr, um Parkplätze zu machen. Ah, ja. Ich habe damals 1898... Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte. Ja, die fand ich so gut. Die kommt direkt über das Abwickel. Die fand ich so gut. Aber genau pünktlich. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Hallo, oder? Ja, du stellst dich jetzt davor und willst dann hier halt abbiegen, ja? Das kann aus. Boah, den hab ich gar nicht gesehen. Ja, ich finde gut, dass wir spielen müssen, wenn wir ein bisschen... Haben wir alles vergessen? Ich fahre die Route doch wieder zu Ende hier und dann machen wir mal kurz... Kümmern wir uns um die nächste Mission. Fuck. Den hab ich. Da war die Wahl. Scheiße, Mann. Ich hab's schnell. So, im Moment habe ich auf die linke Seite geguckt. Da war nämlich die Dame. Habe ich eine gültige Fahrkarte? Weiß ich nicht. Ach, das sind jetzt Haltestelle. Lustig, dass der Ben genau in dem Spiegel ist. Nehmen wir den positiven Witz mit. Dann geht's zurück. Erledigt, Punkt, wieder ein neues. Ja. Zwei Fußgänger gefahren, ich hab nur einen angefahren. Beide richtig, oder? Das werden die nicht. Die werden richtig. 84.000 gefunden.
Ach, passt schon. So. Das war jetzt eine kurze Strecke. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit der Aufgabe, ein neuer Job. Und das gehen wir mal ran. Bis dahin. Tschüss.